So, Folge 5 für heute. Der Stream dauert noch lange, aber macht hier nichts. Er ist auch tot. Der Arms-Tech-Chef. Hab seinen Namen vergessen. Ist aber auch nicht so wichtig. Merkwürdig, merkwürdig. Und ich würde sagen, ich werde jetzt mal zum ersten Mal, weil ich das noch gar nicht gemacht habe, ich werde mal speichern. Snake, you can't use your radar in that area. Ja. Okay, dann halt nicht. Achso, oh. Achso, ich dachte, es geht nicht. Speichern, Entschuldigung. Hätte vielleicht doch nicht skippen sollen. Egal. So, Memory Card Slot A, bitte. Ja, ja, ja. New File. Yes. Gut, dann habe ich die Speicherkarte in die richtigen Slot gesteckt. Ich habe keine Ahnung, bei der Wii. Ich spiele ja über die Wii, soll ich nochmal erwähnen, ne? Ob das Slot 1 oder 2 ist. Aber egal. So. Okay. Achso, jetzt. Okay. So, jetzt ist ja komisch, ne? Wir sollen mit Meryl Kontakt aufnehmen. Aber er hat uns gesagt, er weiß die Nummer nicht. Was hat er gesagt? Auf der Verpackung? Was denn für eine Verpackung? Gucken wir doch mal. Ja, sie dürfte irgendwo hier draufstehen. Ah ja, genau, mit dem Bild. 140,15. Da unten. Ne? Seht ihr das? Das Codec-Bild da? Ja, ne? Da. 140,15. Okay. M9. Mann, ich will die andere Waffe haben. Ich weiß nicht mehr, wo es sie gibt. So eine Scheiße. Ja, man muss tatsächlich beim Spiel raufgucken. Das könnte ich nicht, wenn ich auf dem Emulator spielen würde. So, achso, warte mal, ich bin falsch hier. Wupp. 15 war das. Na, dann wollen wir mal. Who are you? I was really impressed with the way you busted yourself out of there. The one from the prison? You're the Colonel's niece. Meryl, right? No, it's not him. Just exactly who are you? I'm the fool that your uncle sent to this hellhole. You came alone? Trying to be some kind of hero? I don't need lectures. You're just like your uncle, you know? How do you know my uncle? We go way back. What's your name? My name's not important. Aha. Could you be Snake? Are you Solid Snake? That's what some people called me. The legendary Solid Snake? You? Sorry about before. I wasn't sure if you were one of the good guys. But I knew you were. How? It's your eyes. My eyes? They're not soldiers' eyes. They're rookies' eyes, right? No. They're beautiful, compassionate eyes. Just what I'd expect from the legendary Solid Snake. You trying to sweep me off my feet? Don't worry. You'll land back on them once you meet me. The reality is no match for the legend, I'm afraid. I don't believe that. Why did you look so surprised when you saw my face? Because you look just like him. You mean the terrorist leader, Liquid Snake? Yeah. You know him? You're not brothers, are you? I have no family. So what's the deal then? I don't know. Maybe I'll ask him personally. But first, I want some information. You were involved in this exercise from the beginning. What exactly happened here? I just joined the training that same day. That's okay. But what is this place? I don't think it's just a nuclear weapon disposal facility. Boy, oh boy, it's just like them. Nobody's told you anything, did they? Okay. You see, this place isn't really for disposing nuclear weapons. This base is owned and operated by a dummy corporation of arms tech. This is a civilian base? Right. For the development of Metal Gear. Colonel. Foxhound and the Next Generation Special Forces were called here for the test launching of a dummy nuclear warhead. Why Foxhound? Because they're a special ops group used to handling top secret missions. They figured they could help keep it all hush-hush. But they must have been test-firing dummy warheads for a while. Why just this time? I heard it was because this was to be a final test before the formal adoption of the Metal Gear program. That's what I heard, anyway. Sounds kind of fishy. So what do you think the terrorists want? Sorry, I'm not sure. I was captured with President Baker right after the revolt started. Oh, yeah. That's when he gave you the detonation code override keys, right? That's right. Amazing you were able to keep them hidden from the guards. Well, women have more hiding places than men. Anyway,
You met Baker, huh? How's he holding up? He's dead. What? Heart attack. Same as the DARPA chief. The chief died from a heart attack too? Yeah. Was either of them sick or anything? No. Not that I heard of. Well, I don't believe in coincidences. Something funny's going on. Huh. Sounds like it. But I have no idea what. Me neither. Yet. Do you know the person who designed Metal Gear? You mean Dr. Emmerich? Kojima. He should be in the research lab in the second floor basement of the nuclear warhead storage building to the north. Second floor basement? Yeah, that's where his lab is. I think they're forcing him to work on the nuclear launching program. So, they'll need him alive until that's done anyway. Then we'd better do something before he finishes. You're right. In case we can't override the detonation code in time, I need to ask him how to destroy Metal Gear. You plan to take that thing on by yourself, Snake? It won't be the first time. Das stimmt. Metal Gear 1 und 2. Nuclear warhead storage where the doctor's being held. There's a cargo door on the first floor of this building that leads to the north. What's the security level of the door there? 5. But it's okay. I've got a level 5 card. Well, I've got to go save the doctor. You should go to the... I'm going with you. No way. You're still too green. I want you to hide somewhere. I'm not green. Oh, yes, you are. You pause for just 1 second in front of your enemy, and it's all over. Good luck doesn't last forever. I don't know what happened. I just couldn't pull the trigger right away. I never had any problems in training. It was frightening to think that with a pull of a trigger, I could take someone's life. It's not like shooting targets in training. I always dreamed of being a soldier. Every day of my life, I've trained my mind and body for the one day when I could finally see some real action, and now... So what now? You want to quit? I can't quit. I can't allow myself to quit now. Listen, you're not normal if you don't feel something the first time you kill. Killing without guilt produces more carnage. In a war, all of mankind's worst emotions, worst traits emerge. It's easy to forget what a sin is in the middle of a battlefield. But this isn't a war. It's a terrorist action. You're just a little jumpy from the combat high. The adrenaline in your bloodstream is starting to thin out. Just take it easy. But I learned all about combat high at the academy. We'll talk about it later. For now, just think about keeping yourself alive. If I get out of here alive, I'll think about that other stuff. Okay. Let me try to say this another way. Stay the hell out of my way. You're a real bastard, just like my uncle said. Huh. I told you, the real me is no match for the legend. Looks like you were right. Okay, Snake. I'll be a good girl. We'll link up after I grab the doctor. Hang on to the key until then. Got ya. But listen, I know this area better than you. Call me if you have any questions. Be careful, okay? After I open up the cargo door, I'll contact you. Okay. Das ist auch schon wieder so viel, ne? Ja, ich hatte eigentlich gerade die Idee, nochmal den Colonel anzufunken, weil er vielleicht ein bisschen was weiß hier drüber, über den Plot-Twist, den uns der Kollege hier gerade erzählt hat. Aber, jetzt habe ich keinen Bock drauf. Beziehungsweise der Kollegin hat es ja eigentlich. Oder hat er das? Weiß ich es gar nicht mehr. Das ist hier eigentlich eine, ach, hier komme ich jetzt raus. Eine Einrichtung vom Arms-Tech ist. So, ah ja, jetzt sind wir einfach hier. Ganz klassisch. Okay. Nehmen wir die ganzen Bullets einfach mal mit. Ich will die Farmers haben. Ach ja, jetzt sind hier Einheiten. Stimmt. Oh. Wow, echt. Farmers! Das ist doof. Warte mal. Ich hab unendlich Muni theoretisch hier. Oh, ich hätte entkommen können. War ein bisschen dumm. Warte, ich soll vielleicht eine Ration noch wissen. Vielleicht soll ich einfach mal rausgehen. Aua! Rausgehen, damit ich auch ein bisschen bessere Übersicht habe.
So, du und dein Kackschild. Was mache ich damit? Wie werde ich das los? Nervt mich. Okay, ich kann es auf jeden Fall kaputt schießen. Noch einer mit dem Schild. Ach, come on. Ey, wie viele sind denn hier? Oder respawnen die alle irgendwann? Ach komm, man schießt mich. Ich mach's los nochmal. Ah. Kann ich nicht irgendwie packen? Irgendwie. Kacken. Ja, jetzt auf jeden Fall. Das will ich nicht. Na komm. Oh, oder ich fahr einfach ins Loch. Auch gut. Jeder tut es einfach so anstrengend, wenn man so warten muss. Okay, aber wir die Farmers trotzdem haben. Ich muss mich leider trotzdem nochmal erwischen lassen, wahrscheinlich. Da gibt es eine Möglichkeit, das zu umgehen. Nee, gibt's nicht. Okay. Ich würde einfach gerne einfach rennen. Für den Moment, wenn das okay ist. Oh, hier kommt ja schon die Metal Gear Musik. Also diese. Gab's, glaube ich, in Teil 1 eigentlich noch nicht. Das ist ja auch ein Remake. Sollte nicht in das Loch fallen. Ach, come on. Will mich doch nur irgendwie verstecken hier. Aber hier kann ich mich verstecken. Vielleicht die Farmers haben, ne? Titan Security. Achso, hier hätte ich auch einmal mit dem Spinnen verstecken können, ne? Also schlau war ich heute mal wieder nicht. Ich glaube, dass jemand in so ein Loch gefallen. Wohl am Sterben einfach. So. Steigen wir uns mal elegant außen rum. Geh mal. Rein, egal in welche Richtung du gehst. Dann gehe ich halt unten lang. Geht ja auch. Ach, scheiße, jetzt. Oh. Ich dachte, ich könnte jetzt einfach easy reingehen, aber nein, man muss erstmal den Action-Button drücken. Was für ein Käse. Ups, wollte ich nicht. Oh, mich nervt das alles so. Ich hasse Stealth Games. Ohne Scheiß, hätte man das Spiel einfach zu einem klassischen Shooter gemacht. Auch meinetwegen mit dem Kampfsystem. Nur halt ein bisschen mehr bessere Mechaniken, dass die sterben, wenn ich sie prüfe oder so. Dann wäre das Spiel einfach 20% besser. Dann fände ich es einfach besser. Weil ich einfach mit scheiß Stealth nicht klarkomme in meinem Leben. Wow, echt? Und alle der? Was ist das denn? Ah, das kann ich wieder vergessen. Ne, meine Leiche ist runtergefallen, schön. Das hätte eben echt klappen können, wenn man nicht diesen scheiß Action-Button drücken müsste. Was für ein Scheiß. Oh, da, die sehen mich nicht. Das wäre süß gewesen. Ja, ist okay jetzt. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Für dich steht hier jetzt auf einmal.
Kann auch cool rollen. Das ist ganz nett mit der Kamera oben. Was tut ihr da? Natürlich! Alter, jetzt zückt die Waffe, Mann. Guck dir das doch mal an. Was ist das? Nichts mit einer Waffe zu tun hier. Nur noch ein bisschen hier. Oh oh. Oh, ist das alles stressig. Alter, stehst du bitte auf? Hallo? Wieso hat der da gerade eine Granate gedroppt? Ich habe die nicht mal ausgerüstet gehabt. Was ist das denn? Ey, dieses Remake ist immer merkwürdig. Komm, macht doch keinen Sinn. Ich krieg diese Farbpass da nicht raus. Ich bin ein Idiot. Ich bin ein kompletter Idiot. Ich könnte es mir viel einfacher machen. Oh. Ja, ja, komm, ist okay. Bin auf dem Weg. Tschüss. Machen wir es doch einfach so. Ich Vollpfosten. So. Dürfen wir wieder weg sein. Sind das jetzt im Remake anders? Nein. Ah, ja, ich Das war dumm. Das war einfach dumm. Hätte ich die ganze Zeit machen können. Drück jetzt den Action-Button. Sehr ungünstig gerade. Hättest du zeitiger den Action-Button gedrückt, dann wäre alles gut. So. Snake, I unlocked the cargo door for you. Thanks. Where are you? Where I can see ya. Don't move around too much. Don't worry. I'm disguised in this enemy uniform. You won't be for long with the way you walk. What does that mean? Nothing. Listen, Snake. The cargo door is like an airlock. It's equipped with infrared sensors. Be careful. If an intruder is sensed, gas is released. Gas. Okay, so we'll meet at the nuclear warhead storage building. Wait, you said you'd stay put and be a good girl. I changed my mind. Don't get careless. That's when things always turn sour. Sorry, but this is the only way I can figure whether or not I'm cut out to be a soldier. I gotta get my hands dirty. These Let's guys get are dirty. Professionals. You're gonna get yourself killed. See you there. Ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt war. Weil ja, Gate ist da jetzt auf. Ach, ficken. Ficken. Ah, da ist ja, da kommt ja das Gas. Und ich weiß gar nicht, ob ich da was tun muss oder ob ich dann einfach nur rennen muss. Weiß es nicht mehr. Was ich weiß, ist, ich will hier nochmal rein. Na, guck mal, ist die Box jetzt hier weg. Naja, habe eine Jeff Grenade, hey. Oh, was? Nothing here. Genau, verpiss dich da unten mal. Ausgezeichnet. Verpiss dich nicht. Jetzt verpisst er sich. Gab es glaube ich eh nicht mehr. Wollen wir es einfach testen? Weiß es nicht. Be careful, Snake. That airlock is set with infrared.
Ah, ich weiß wieder. Ich weiß wieder, was ich tun muss. Nämlich Cigarettes, oder? Ja, guck mal. Aus irgendeinem Grund hilft das. Der Dampf macht die scheinbar nicht mehr, dass man sie nicht mehr sieht. Dass man sie sieht, meine ich. Keine Ahnung, was das soll, aber so ist das hier. In der Lore. Warte, das ist ganz schön knapp. Und der Laser da ist ganz schön langsam. So, kommen wir jetzt schon nach draußen? Canyon, tatsächlich. Dann kommt er jetzt schon. Oder? Kommt es jetzt schon? Ich glaube schon. Oh ja, der nächste Bosskampf. Echt? Jetzt schon? Aber wir haben 20 Minuten rum. Passt ja. Machen wir das in der nächsten Folge. Achso, ich rauche die ganze Zeit noch, deswegen kriege ich Damage. Und ja, sehen uns in der nächsten Folge wieder hier. Vielleicht schon zum nächsten Bosskampf. Da bin ich auch gerade doof, der kommt doch erst später. Aber zumindest kommt er auf so einem Außenfeld hier. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.